Hallo, willkommen bei einem weiteren Tag von Kanal 29. Heute war nur ich zu sehen, habe auch kein Bier in der Hand wie sonst immer. Und Max steht hinter der Technik, anstatt hier jetzt gerade neben mir zu sitzen. Wir starten nämlich heute ein neues Format, und zwar Stadtgeschichten. Wir wollen die nächsten Wochen so ein bisschen verschiedene Geschichten aus der Zeller Stadt näher beleuchten, beziehungsweise uns ein bisschen aufklären lassen. Und haben uns dazu verschiedene Historiker des Zeller Bohmer Museums, aber auch anderer Zeller Museen für die nächsten Wochen eingeladen. Und heute ist mit mir hier Frau Hilke Langhammer, ja, Historikerin des Bohmer Museums in Celle. Willkommen. Hallo, ja, danke schön. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr Freue mich gerne. sehr. Ich fand die Idee super, mal Stadtgeschichte auf eine andere Art und Weise präsentieren zu können. Nicht bei uns im Museum, wo viele Menschen vielleicht auch sich ein bisschen fürchten, reinzugehen aufgrund der großen schwarzen Tür, durch die man erstmal durchtreten muss in die heiligen Hallen. Von daher finde ich es eine super Sache. Ja, also ich habe auch für mich auch feststellen müssen, ich war viel zu lange nicht im Bohmer Museum und muss das unbedingt nachholen und mal wieder mir ein bisschen mehr Stadtgeschichte, mich Ja, dann wieder ein bisschen mehr informieren. da wir ja ab morgen wieder geöffnet sein dürfen, bietet sich das vielleicht auch gerade noch in Zeiten von eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten an, einfach mal ins Museum zu Das gehen. stimmt, ja. Also so viel Clubs sind weiterhin zu. Aber die Museen öffnen, Zoos haben wir in Celle nicht, deswegen bieten sich die Museen Genau. natürlich an. Ja, was machen wir heute? Heute lernen wir was übers Schloss und irgendwas über Kriegsgefangene, hab ich gelesen. Genau. Ich habe vor 2 Jahren eine Ausstellung zum Thema Kriegsgefangenschaft in Celle, im Landkreis oder Stadtzelle gemacht und bin da in den Vorarbeiten eben auf eine ganz kuriose Geschichte eigentlich gestoßen, eben darauf, dass das Zeller Schloss von 1914 bis 1918 Kriegsgefangenenlager war. Und davon würde ich jetzt einfach ein bisschen was erzählen. Fange ich einfach an und immer wenn du Fragen hast zwischendrin oder dir was auffällt, was dir komisch vorkommt, Ja, unterbrichst du mich und dann springen wir rum. sehr gerne. Also Ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht, da hätte ich jetzt gerne schon mal das erste für uns im Hintergrund. auch wenn Leute dann vielleicht, wir sehen hier den Chat von Facebook, da sind schon einige sehr aktiv und winken ganz fleißig. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch stellen zwischendurch. Dann werde ich die einfach oder werden wir die einfach mal versuchen zwischendrin, wenn es passt, zu beantworten. Genau. Na? Ja, ihr seht hier ein Bild von einem Gefangenenlager. Das ist natürlich nicht das Zeller Schloss, aber das ist das zweite Gefangenenlager, was sich zwischen 14 und dort tatsächlich noch bis 19, eigentlich sogar noch bis 1925 befunden hat. Das ist das Zellelager in Scheun. In diesem Lager waren so um die 10.000, also es war Platz für etwa 10.000 Kriegsgefangene dort. Man sieht auch, wie die Ausmaße, wie groß dieses Barackenlager war. Ja, Und ist das. durchlaufen haben das circa 50.000, 60.000 während des Krieges. Also, das ist auch auf dem heutigen Militärgelände oder? Nee, das ist heute überbaut, das Gebiet. Okay. Man kann, wenn man auf Google Earth sich mal diesen einen Segelflugplatz anguckt, genau, und ein bisschen ranzoomt, Ja. dann sieht man auf dem Boden noch die Barackenspuren. Ah. Was sich davon erhalten hat, ist tatsächlich nur der Kriegsgefangenenfriedhof. Weil so Kriegsgräberstätten dürfen ja nicht Ja, aufgeräumt werden, nicht abgeschafft werden. Und da haben wir auch vor 2 Jahren eine Gedenktafel dann auch endlich mal dran gebracht, dass man jetzt auch ein bisschen was darüber erfährt. Das ist erstmal nur so als Hintergrundbild, denke ich, zu sehen, um klarzumachen, dass Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal ein Massenphänomen ist. Vorher haben die Kriege nicht so lange gedauert. Vorher waren auch nicht diese Menschenmassen aus so vielen Staaten beteiligt. Und entsprechend war man darauf auch überhaupt nicht vorbereitet, was da kommen mag. Man geht davon aus, dass etwa zwischen 7 und 9 Millionen Menschen innerhalb dieser 4 Jahre in Kriegsgefangenschaft geraten sind, weltweit, von Japan bis Was, also was, ich habe in der Schule immer in Geschichte ganz besonders gut aufgepasst, zumindest versucht, was aber da zumindest irgendwie nie großartig Thema war. Also klar, irgendwie weiß man es nach dem Zweiten Weltkrieg und sicherlich haben es auch viele in der Familie irgendwie, dass die Eltern oder die Eltern nicht, aber oder vielleicht auch Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, wie auch immer, der Opa vielleicht lange in Russland oder in sonstigen anderen Kriegsgefangenenlagern waren. Ja. Vom Ersten Weltkrieg war mir das
im Vorfeld zu heute tatsächlich noch gar nicht so bewusst. Nee, ist auch eigentlich in der Forschung auch lange nicht bearbeitet worden, auch immer ein bisschen hinten angestellt worden. Auch überhaupt das Schicksal von Kriegsgefangenen hat man im Zweiten Weltkrieg viel mehr bearbeitet. Für den Ersten ist das erst in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren, 30 okay. Jahren eigentlich in der wissenschaftlichen Arbeit auch gewesen. Und in Ausstellungen oder so kam das jetzt auch erst, weil wir eben 100 Jahre Erster Weltkrieg hatten. Da gab es ein, zwei Ausstellungen in Deutschland, die das thematisiert haben, weil eben vor Ort ein Lager war, was vielleicht ganz gut dokumentiert war. Das Problem ist ja auch oft, dass man gar keine Unterlagen hat, weil die Menschen, die dort interniert waren, sind ja wieder weggegangen. Die haben ja nichts dagelassen. Und dazu kommt, das ist auch für die Forschung dafür sehr schwierig, dass im Zweiten Weltkrieg das gesamte Militärarchiv mehr oder weniger komplett abgebrannt ist in Berlin. Also alle Militärakten, die vor 44, 43 gelagert worden waren, sind fast nicht mehr existent. Und das macht es natürlich deutlich schwieriger, da zu recherchieren. Okay. Aber es sind eben schon in den ersten Kriegsmonaten zigtausende in Kriegsgefangenschaft geraten. Und man hatte dann das Problem, dass man die ja irgendwo unterbringen musste. Barackenlager wie dieses hier waren ja noch nicht aufgebaut. Ja. Und so waren die Kriegsgefangenen zunächst mal auf Truppenübungsplätzen untergebracht, in Zelten, zum Teil hausten die in Erdhöhlen. Und es verbreiteten sich dann natürlich auch sehr schnell Krankheiten, Typhus, Fleckfieber und so weiter. Und dann begann man eigentlich im September 1914 diese Barackenlager aus dem Boden zu stampfen. Mhm. In dem die Kriegsgefangenen selbst daran auch mitgearbeitet haben und die heimischen Zimmerleute, Tischler eben das Material geliefert haben. Und so hat man das dann nach und nach aufgebaut. Okay. Man muss dazu wissen, dass 1907 die Haager Landkriegsordnung in einer etwas modifizierteren Form verabschiedet worden war. Also die galt gerade erst 7 Jahre. Ja. Die war auch von allen dann kriegsbeteiligten Staaten unterzeichnet worden. Und die regelte den Umgang im Krieg miteinander, aber eben auch, wie man Kriegsgefangene zu behandeln hat. Ja. Sie hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, dass es davor gar keine Regelung gab. Also dass man da mit den Gefangenen im Krieg mehr oder weniger machen konnte, was man wollte. Je nachdem, wie man sich aufgeführt hat. Aber man hat eigentlich auch gar keine Gefangenen groß genommen vorher. Okay. Ne? Und diese Haager Landkriegsordnung besagte eben, dass Kriegsgefangene in Bezug auf Nahrung, Unterbringung, Bekleidung genauso zu behandeln sein sollten, wie die eigenen Soldaten auch. Okay. Das wirft auch schon mal so ein Schlaglicht auf das Thema Kriegsgefangenschaft im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg, denn das muss man eben da auch ganz deutlich sehen. Unabhängig davon, dass das schrecklich war, womöglich 4 Jahre irgendwo eingesperrt zu sein, ging es eben nicht um die Vernichtung oder die Demütigung der Kriegsgefangenen. Es ging eigentlich um deren Aufbewahrung und sie vom Kriegsgeschehen sozusagen fernzuhalten. Mhm. Das war so der Hintergrund. Okay. Und diese Haager Landkriegsordnung bezifferte eben auch, wer als Kriegsgefangener gilt, das sind sogenannte Kombattanten, also die Menschen, die auf dem Schlachtfeld einander gegenüberstehen. Und sogenannte Nichtkombattanten, das sind zum Beispiel Militärseelsorger, Versorger, die mit im Zug sozusagen drin sind. Nicht geregelt war aber der Umgang mit Zivilpersonen. Okay, also Leute, die sich zufällig gerade am Rande des Kriegsgeschehens aufhalten oder in dem Land. Und da kommen wir eigentlich jetzt zum Schloss. Da könnten wir auch das nächste Bild schon mal sehen. Die Zivilmenschen waren also nicht in irgendeiner Form damit eingeschlossen in diese Haager Landkriegsordnung, wurden nicht benannt. Dennoch hat man gleich zu Beginn des Krieges in Deutschland, aber auch in anderen teilnehmenden Staaten, in England, in Australien, Zivilpersonen interniert, und zwar sogenannte Feindstaaten-Ausländer, so hat man die hier genannt. Okay. In England hießen sie Enemy Aliens, was das Gleiche bedeutet. Es ging also darum, Menschen des gegnerischen Staates, die sich durch Zufall zu diesem Zeitpunkt in diesem Land aufhalten, festzusetzen. Und zwar, um sie an Spionage zu hindern, um sie daran zu hindern, in ihr Land auszureisen, wo sie dann in die Armeen eintreten könnten, sozusagen. Also tatsächlich auch gar keine begründeten begründeter Verdacht, sondern einfach, du hast einen englischen Pass, einen französischen Pass, belgischen Pass und wir sperren dich mal vorsichtshalber ein. Wir internieren dich. Zunächst mal sollte man sich nur bei der Polizei regelmäßig melden. Und dann wurden aber schon Mitte August 1914 eigentlich alle Feindstaaten-Ausländer in Deutschland interniert. Das konnten
Musiker zum Beispiel sein, ne? Ein Musiker in einem Orchester oder ein Professor an der Uni oder Studenten, ganz viele, aber auch Touristen, die vielleicht gerade im September 14 dachten, auch Mensch, machen lass wir mal uns einen noch Sommerurlaub mal, in Deutschland. Gehen wir nochmal im bayerischen Wald wandern oder so. Ne? Das traf die dann auch. Also es betraf in Deutschland überwiegend die Männer im wehrpflichtigen Alter oder wehrfähigen Alter. Ja. Es kam aber auch vor, dass auch Frauen interniert wurden. Das ist aber eher eine ganz geringe Zahl gewesen. Ja, und diese Feinstaaten-Ausländer, damit kommen wir dann jetzt zum Schloss und eigentlich zu der interessanten Geschichte des Schlosses. Auf dem Foto hier sieht man jetzt die Wachmannschaft, die sich da vor dem Schloss aufgebaut hat. Im Hintergrund schön das Bohmann-Museum und die Stadtkirche zu sehen. Die im Zeller Schloss sollte eigentlich ein Offizierslager eingerichtet werden. Mhm. Die Militärbehörden suchten eben händeringend nach Möglichkeiten, Gefangene irgendwo unterzubringen. Und da hatte man erst so gedacht, man könnte so 2000, 3000 Gefangene im Schloss unterbringen. Der damalige Schlosskastellan, denn das Schloss gehörte ja noch zum Besitz des königlichen Hauses. Von Wilhelm II. Wilhelm II., ja, genau. Mhm. Genau. Der Schlosskastellan zog denen aber dann sehr schnell den Zahn und meinte, also maximal 300 könnte er dort unterbringen, denn es gab keine sanitären Anlagen dort, es gab einige Räume waren gar nicht bewohnbar, insbesondere der Nordflügel war überhaupt nicht nutzbar. Was war denn, also was ist denn vor 1914, was war die Situation des Schlosses? Also das Schloss stand leer. Es war ja noch zu Zeiten des Königs von Hannover gelegentliche Sommerresidenz, aber mit der Annexion Hannovers durch Preußen stand es einfach leer. Es war leergeräumt, da waren jetzt auch keine Prunkmöbel mehr drin oder so, das war alles weg. Okay. Also stand leer und war natürlich auch in einem Zustand, muss man sich denken, der Einrichtung von 1866, ja. Also was jetzt womöglich knapp Badezimmer 50. oder so angeht. Ne? Ja, das war alles Jahre nicht vorhanden. Ja. Genau, ja. Und dann wollte man das da also einrichten und Anfang September, meine ich, richtet dann auch die Zelle mit 80 Personen belegt worden sei. Und man sich aber gewundert hätte, es hätten sich also Schaulustige an der Schlossbrücke aufgestellt und wollten nun sehen, wie da die goldbetressten Offiziere einziehen. Tatsächlich mussten sie aber feststellen, dass die alle nur Zivilkleidung anhatten. Und das hatte mich vorher schon stutzig gemacht, weil wir bei uns im Museum ein Fotoalbum haben, was ein unbekannter polnischer Gefangener gemacht hat. Polen eben als Angehörige des Zarenreiches, deswegen auch Feinstaaten-Ausländer. Ja. Und auf den ganzen Fotos in diesem Album sieht man ganz, ganz wenige Uniformen nur. Und die meisten tragen einfach gute Anzüge und Und so nach und nach habe ich dann rausbekommen, dass es eben tatsächlich kein Offiziersgefangenenlager war, sondern ein Lager für Zivilgefangene. Und dann auch noch die Besonderheit, das konnte ich einer Karte entnehmen, die 1916 angefertigt wurde mit allen Gefangenenlagern in ganz Deutschland. Die befindet sich im Bundesarchiv in Berlin. Da ist das Schloss Celle als einziges Lager bezeichnet als Kriegsgefangenenlager, Zivilgefangenenlager für Zivilisten höherer Lebensstellung. Ja, das also, wenn man gut situiert war, dann kam man quasi direkt ins Schloss. Dann kam man ins Schloss, ja. Das ist ein bisschen komisch, weil es gab zwei ganz große Gefangenenlager für Zivilpersonen. Das eine war in Ruhleben, Spandau, Berlin. Dort waren etwa 3.500 Briten interniert. Und das andere war in Holzminden, das waren auch so etwa 4.000 Franzosen. Ja, und war ja hier mit Celle relativ und klein. Hier das in Celle, das war belegt nachher mit 250 Personen, so über die gesamte Kriegszeit, mal mehr, mal weniger. Und da fragt man sich schon, den Aufwand zu betreiben, das Schloss herzurichten für 250 Mann, die man problemlos auf diese anderen beiden Lager noch hätte verteilen können, ohne dass das jetzt groß aufgefallen wäre, das ist ungewöhnlich. Und das liegt tatsächlich daran, dass man sich wohl fragte, die Leute, die können wir schlecht in eine Baracke stecken. Also das sind noch so Vorstellungen von Hierarchie und Status, die man heutzutage nicht mehr so hätte. Und da hat man sich gedacht, nee, also die internieren wir jetzt im Schloss. Ja, das hat, also wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Briten da zum Beispiel auch mit gefangen wurden, aber gerade da war es ja auch um die Zeit, dass sich eben diese
überall die Lords, die ihre kleinen eigenen Anwesen hatten, dass sich das ja auch da zu der Zeitpunkt irgendwie gerade gewandelt hat. Ne? Gerade mit Ende des Ersten Weltkriegs im Grunde, ne? Verändert ja. sich da die, einfach ja auch damit, dass bei uns überall die Monarchien dann abgeschafft werden. Genau, also da war ja eh, also da war dieses Standesdenken ja. noch da. Die müssen besser behandelt werden, ja. was man ja hin dann nach dem Ersten Weltkrieg hin zur Weimarer Republik ja mehr oder weniger überall in Europa Stück für Stück ja. abgeschafft genau. hat. Genau, ja. Ja, aber zu diesem Zeitpunkt hat man da eben noch gedacht, dass die müssen wir wohl anders unterbringen, wie auch immer. Eine ganz kuriose Sache. Es waren also überwiegend drei große Gruppen von Menschen, die dort interniert waren. Das waren eben zum einen diese Feindstaaten-Ausländer, also die Menschen, die sich nun dummerweise gerade in Deutschland aufhielten. Dann eine große Gruppe von französischen Militärpfarrern im Sanitätsdienst. Eigentlich auch komisch, weil das wären eben auch Nicht-Kombattanten eigentlich gewesen, also normal als Kriegsgefangene ja. zu behandeln. Aber da wusste man wohl auch nicht so recht und fand das ein bisschen komisch, vielleicht die ganzen Priester irgendwo in die Baracken zu stecken. Und als drittes, und das ist nochmal eine deutsche Besonderheit, hatte man Geiseln in Nordfrankreich und in Belgien genommen. Geiseln, um die dortige Bevölkerung unter Druck zu setzen. Überwiegend Bürgermeister, höhere Gutsbesitzer und so. Die Verwaltungsstruktur ein bisschen dort aufzulösen? Oder? Ja, naja, nee, also um tatsächlich auch Partisanengeschichten zu verhindern, also diese Franc-Tireurs zu verhindern. Also die Deutschen waren ja völlig rechtswidrig ins neutrale Belgien einmarschiert und haben da auch eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und sind dann nach Nordfrankreich weiter, um dort nicht weniger zu hausen. Und eben um diese Wut unter Kontrolle zu halten, hat man dann gesagt, okay, wir nehmen euren Bürgermeister als Geisel, wenn ihr euch ruhig verhaltet. Dann kriegt er irgendwann vielleicht ja, wieder. Und das ist natürlich auch völlig völkerrechtswidrig gewesen. Ja. Also das war schon schwierig. Das nächste Bild hätte ich gerne einmal. Genau, da sehen wir so eine Gruppe von Herren. Ups, genau. Wie man sich sie so hier im Zeller Schloss vorstellen muss. Das ist also im Schloss Innenhof. Damals war das noch bewachsen. Dieses Foto ist in diesem Fotoalbum untertitelt mit dem Begriff Aristokratie. Und ich finde, Anzüge sehen gut aus. Sie sitzen auch da alle sehr, sehr gepflegt und gediegen. Interessant ist der in der Mitte, dieser Ältere mit dem langen Bart. Das ist Baron von Korff. Das ist eigentlich ein Kriegsgefangener. Der ist dann auch sehr schnell aus dem Schloss wieder verschwunden. Der war der Gouverneur von Warschau. Und ist auf einer Fahrt mit dem Auto zufällig zwischen die Fronten geraten und ist von den Deutschen verhaftet worden. Und rechts, den sehen wir nachher dann nochmal, der neben ihm sitzt mit dem seltsamen Barett. Das ist eigentlich die Figur, mit der ich der ganzen Sache noch am meisten auf die Spur gekommen bin. Aber auf den komme ich später nochmal zu sprechen. Das ist also so eine Gruppe, wo man eben sieht, das sind keine Kriegsgefangenen. Ne? Das ja. sind einfach Zivilisten, die sich in Deutschland aufhielten oder eben hierher als Geiseln gekommen sind. Das nächste Bild bitte einmal. Das ist eine Gruppe von belgischen Geiseln. Das sind alles Bürgermeister, Wissenschaftler, Bahnvorsteher etc. aus Flandern. Den Herrn in der Mitte mit dem schwarzen Bart, den hat man eben auf dem ersten Bild schon mal ganz rechts außen sitzen sehen. Und der dritte von rechts stehend, Maurice Lippens, auf den werde ich nachher auch noch mal zu sprechen kommen. Mit da werden wir noch mal Bilder sehen. Mit dem Vollbart und der Fliege, richtig? Nee, der links davon, mit dem Schnurrbart nur. Ja, ja, okay. Genau, klar. Den sehen wir nachher noch. Ja, und das dritte Bild nochmal bitte, das ist so eine Gruppe von französischen Priestern, die eben auch hier im Schloss interniert waren. Sieht man auch schön die Schlossfassade dort im Hintergrund, kann man ganz gut erkennen. Also von den medizinisch Ausgebildeten, was sie... Genau, Priester im Sanitätsdienst, die eben eigentlich da nicht hingehört hätten, aber die man eben auch hier im Schloss interniert hat. Ja. Gut, für sie wahrscheinlich das Bessere. Definitiv. Und ich meine, damals war ja auch Religion noch ein weitaus größeres Thema als vielleicht heutzutage. Genau. Der Respekt davor. Ja, vielleicht das nächste Bild schon mal. Ich erzähle ein bisschen was zur Ausstattung des Lagers. Je nach Größe der Zimmer waren so zwischen 3 und 16 Gefangene pro Raum im Schloss untergebracht. Gab auch Doppelzimmer. Möbliert waren die Betten, die Räume mit einfachen Betten, Einzelbetten oder auch Stockbetten meist dazu. Sieht aus wie manche Bundeswehrkaserne vielleicht noch heute. Genau. Dazu dann ein Tisch, Stühle,
Ja. Vielleicht ein kleines Schränkchen. Weiteres Mobiliar konnten sich die Gefangenen aber kaufen und sich liefern lassen. Dazu komme ich auch noch, wie sie, okay, sie sich das, ja, kaufen konnten. Das nächste zeigt auch noch mal so eine Zelle. Das ist schon ein bisschen anders noch eingerichtet. Die haben da zu zweit in dem Raum gewohnt. Also Sie sehen, da hat, so, hat so sich lässt so aushalten, ein, ja. Ja, ein kleines Regal, ja, sich gebaut, vielleicht zusammengezimmert. Naja, man muss natürlich immer dazu sagen, wenn das Menschen höherer Lebensstellung sind, wie sie genannt werden, dann haben die natürlich auch einen anderen Lebensstil vorher gepflegt. Das ist sicherlich komfortabler als eine Bretterbaracke, aber natürlich aber dennoch auch nicht so das. Kommt nicht an das ran, was sie vorher gewohnt waren. Was man, ja, so gewohnt war vorher, genau. Das nächste bitte. Zum Essen traf man sich und auch nachher zu, als Aufenthaltsraum in einem der kleineren Festsäle im Schloss. Mhm. Das ist der kleine Festsaal, der gehört jetzt zur Managementakademie, wenn man davor steht, linken Flügel. Ja. Überhaupt war das Lager eingerichtet im Westflügel und im Südflügel. Also Westen ist der, der zur Westzeller Torstraße, ja, rübergeht. Und der Südflügel ist der, der quasi nach hinten rausgeht. Rausgeht. Ja. Genau, wo das man jetzt das Schlosstheater ist, genau, das da? Ja, ja, ne? Genau, also wo die Büros auch sind, ja, und genau, der, genau, Schlosskönig, das Café, ja, und so. Mhm. Genau, ja. Genau, da war das ausgerüstet oder eingerichtet worden. Einige Teile waren einfach zu baufällig und die Staatsgemächer wollte man dafür nicht nutzen. Mhm. Aber das war eben der Festsaal, in dem man sich dann zum Essen traf und dann eben auch als Bibliothek, Lesezimmer und so weiter nutzen konnte. Es gab dazu doch einen Rauchsalon. Man hatte sich auch ein Billardzimmer eingerichtet und es waren in den Obergeschossen auch verschiedene Kapellen eingebaut worden für die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. Ja. Also man hatte ja die katholischen Priester sowieso da. Zu Beginn ist auch ein protestantischer, britischer Priester interniert gewesen und es ist auch ein polnischer Rabbiner belegt, der dort war. Ansonsten kamen die auch von außen durchaus, um dann Gottesdienste oder religiöse, also Veranstaltungen also auch andere Religionen, also waren zum Beispiel Moslems, ja, oder... Ja, Muslime waren hier nicht. Okay. Das sind tatsächlich, ist dann eher das Problem für die großen Barackenlager, ja, dass, okay, du dann da eben Tataren womöglich hattest. Aber, ja, der Bedarf bestand hier einfach nicht. Okay. So. Aber sonst hätte man das zumindest versucht. Aber es gab zum Beispiel, ist auch interessant, in der Nähe von Berlin ein Halbmondlager. Das hieß Halbmondlager, da ist die erste Moschee in Deutschland gebaut worden, 1914, für die gesamt dort internierten Tataren. Okay. Also, das war eine Holzmoschee, die hat noch lange gestanden hinterher, aber ist, ja, inzwischen auch verschwunden. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, dass es also ein eigenes Lager für Muslime gab, ja, wo auch die religiösen Notwendigkeiten auch beachtet wurden. Also es ist ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur mit Gottesdiensten oder eben mit religiösen Prozessen verbunden, sondern, mhm, eben auch mit Ernährung, Lebensweisen, ja, wie auch immer. Ja, ne? Genau. Ja, dann war das Schloss umzäunt. Also dieser Weg, der oben noch drumherum führt, ja, der war noch innen drin. Den konnte man also als Spazierweg noch nutzen. Und dann war da ein Zaun, dann standen da eben so kleine Wachhäuschen überall und entsprechend wurde man bewacht. Und ja, das war es dann im Grunde. Allerdings gibt es auch Bilder und auch Informationen, das ist auch interessant für den Ersten Weltkrieg, wo man den Unterschied nochmal sieht. Das galt auch für Offiziere. Man konnte auf Ehrenwort Ausgang bekommen. Also es gab so Zettel, die füllte man dann, ja, aus, dass man sein Ehrenwort gibt, dass man zurückkehrt am Abend und daraufhin durfte man das Lager dann auch mal verlassen, zum Beispiel um was einzukaufen. Das kann man sich im Zweiten Weltkrieg daran auch nicht wirklich vorstellen. Daran merkt man auch ein bisschen, dass das so ein bisschen ein Lager war für eher gut situierte. Ja, das gilt aber auch für die anderen Kriegsgefangenenlager. Ah, also, okay, nicht für Mannschaftsdienst gerade, aber für Offiziere für gilt Offiziere, das auch. Für Offiziere, okay. Mhm. Alles klar. Und die kamen auch tatsächlich zurück. Also es gab genug Fluchtversuche, aber nicht aufgrund von Ausgang auf Ehrenwort, sondern dann als echte Flucht sozusagen. Ja. Wie war das innerhalb des Schlosses? Konnten die sich ja in den Flügeln relativ frei bewegen, ja, oder wurde das... Ja. Also sie waren nicht auf ihre Zellen beschränkt. Ja. Sie konnten sich innerhalb dieses Gefangenenbereichs frei bewegen. Sie konnten eben diese Räumlichkeiten nutzen. Und sie haben auch ein ganz umfangreiches Aktivitätenprogramm aufgelegt. Nicht nur hier, auch in den anderen Lagern. Also sie haben Theater geprobt. Also dieser Saal, den man da sieht, der wurde dann auch zum Theaterraum, hat Kulissen gebaut, Kulissen gemalt. Das Schlosstheater ist ja um die Zeit noch, also das ist zwar schon drin, aber wahrscheinlich auch verfallen, ne? Ja, und das gehörte nicht zum Lagerbereich. Ah, also die haben wirklich sich da eine Bühne gebaut, haben, ja, Kulissen gemalt,
haben Cyrano de Bergerac einstudiert und das Theater nannte sich Théâtre de la Détente Cordiale. Also die Entente Cordiale war ja das Bündnis zwischen England und Frankreich. Ja. Und Détente heißt eben Zerstreuung. Also es war so daran angelehnt, so ein bisschen, um das zu benennen. Ja, für Aktivitäten, also wie gesagt, es gab eine Bibliothek, sie hatten diesen Billardraum, sie haben Theater gespielt, sie haben gemalt, haben Zeichenkurse gegeben, haben auch kleine Ausstellungen organisiert, wurde sogar ein kleiner Ausstellungskatalog auch gedruckt hier in Celle. Und Sport versuchten sie natürlich zu machen. Das war halt im Schloss relativ begrenzt. Da haben die Gefangenen sich auch immer wieder beschwert und haben gesagt, sie hätten gerne doch einen Teil des Schlossparks noch dazu. Ja. Das wurde ihnen aber immer verwehrt, weil man sagte, das kann man nicht ausreichend bewachen. Und so blieb eben nur der Innenraum. Und die eine Runde, die man draußen... Die eine Runde, die man außen drehen konnte, genau. Da hätte ich gerne jetzt nochmal das nächste Bild. Das ist der Westflügel. Nee, der Südflügel, der zu... Der hinten raus sozusagen, also wenn man da auf der... Ja, nee, ich meine, es ist der linke, also der zur Westseller Torstraße hin zeigt. Ah, ja. Und da hat man außen die Latrinen angebaut. Das, diese Holzbuden, die man dort sieht. Das Problem war nämlich, dass das Schloss eben überhaupt keine sanitären Anlagen hatte. Man hat dann... Erst reicht nicht in ausreichender Form bei 250 Leuten. Man hat dann Waschbecken in den Fluren montiert. Da war immer so eins für sechs Personen etwa zu rechnen. Und dann hatte man diese Latrinen draußen und man hatte zwei Bäder. Ein Wannenbad und ein Duschbad. Mhm. Bei 250 Mann kann man in etwa zählen, wie oft jeder dran kam. Es gab allerdings auch welche, die auch auf Ausgang gegangen sind, um dann ein Bad zu nehmen außerhalb. Okay. Das hat es auch gegeben. Also diese... Während eben die Zellen so ganz zufriedenstellend eigentlich waren, auch der Speisesaal, war eben die Situation mit den Sanitäranlagen nicht so dolle. Ja. Das war nicht etwas gut. Improvisiert. Ja, genau. die Verpflegung ist natürlich auch ein großes Thema in diesen Lagern. Ja. Insbesondere in diesen großen Barackenlagern aus dem Zellelager zum Beispiel in Scheunen. Und eins der größten war übrigens in Soltau mit auf die 60.000 Kriegsgefangenen, die dort gelebt haben. 60.000? Mhm. Das ist so eine Menge, ja. Das ist quasi etwa da gewesen, wo der Heidepark jetzt ist. Okay. Wenn man da auf der anderen Seite in so ein Wohngebiet reingeht, findet man auch noch den Lagerfriedhof ziemlich versteckt. Aber das waren ziemlich riesige Dinge. Und diese Menschen zu verpflegen, das ist natürlich aufwendig. Ja. Dazu kommt, dass Deutschland ja schon sehr schnell unter der Kontinentalsperre zu leiden hatte, dass man also keine importierten Güter mehr reinkriegte. Und dann hatte man 1916 eine komplett Totalausfall von Ernte, also Kartoffelfäule und eigentlich auch zwei Winter hintereinander. Das sind dann diese berühmt-berüchtigten Steckrübenwinter gewesen, wo also die Menschen hier wirklich schlicht nichts mehr zu fressen hatten, wo das Brot mit Sägemehl gestreckt wurde, Steckrüben rauf und runter. In Celle wurden Kurse angeboten, wie man Muscheln kocht, weil Muscheln konnten sie noch fischen, an den Küsten. Aber wer in Celle hatte vorher jemals Muscheln gegessen? Also gab die kuriosesten Vorschläge, wie man sich Essen bereiten soll. Also es war noch nicht mal möglich, so großartig die eigene Bevölkerung zu versorgen. Und dann hatte man eben noch hier die Belastung von, in Anführungszeichen, nur 250 Menschen. Aber eben Menschen. Die 10.000 in Scheunen. 10.000 in Scheunen. Und ich meine, Soltau ist jetzt ja auch nicht so weit weg. 60.000 in Scheunen. Ich meine, das ist ja quasi fast einmal Celle. Ja, naja, und mehr noch. Celle hatte damals ja nur so um die 30.000. In Bezug auf heute. Heute, ne? Ja, genau. Ja, und die Verpflegung in den Lagern war natürlich desaströs. Also die kriegten da eine dünne Suppe und einen Kaffeeersatz und das Gemüse war da dreimal durchgeschossen. Vielleicht, also Fleisch vielleicht noch in den ersten Jahren, aber später dann auch nicht mehr. Und die Gefangenen waren wirklich darauf angewiesen, dass ihnen Pakete geschickt werden. Das wiederum hat einwandfrei funktioniert, vor allem für die Westalliierten. Das Internationale Rote Kreuz hat quasi geschlossene Züge geschickt. Also aus England kamen die Lebensmittelpakete, aus Frankreich, aus Belgien. Bei den Russen hat es überhaupt nicht funktioniert. Das sieht man auch an den Totenzahlen, dass wenn Leute sterben in den Lagern, sind es eigentlich fast immer Russen. Okay. Weil
der russische Staat das nicht auf die Reihe gekriegt hat, das zu organisieren und vielleicht auch kein großes Interesse daran hatte bei der Masse Mensch. Das kann man nicht mehr so richtig nachvollziehen. Im Schloss wurden die Gefangenen vom Zeller Hof versorgt, also von dem Hotel, was direkt an der Stechbahn ist. Das waren jetzt auch keine Luxusmahlzeiten. Aber es gibt einen Speiseplan, der ist überliefert, einen Wochenspeiseplan. Das ist schon noch ein bisschen abwechslungsreicher als das, was man jetzt in diesen Lagern aus großen... Ja, was man aus anderen Lagern dann kennt. Ja, ja, genau. Also es war schon noch etwas besser. Aber auch da waren die Gefangenen eben auf ihre Lebensmittelpakete angewiesen. Und da kam auch relativ viel hier bei ihnen an. Es gibt so Fotos in unserem Album, wo man so Konservenbüchsenstapel richtig im Hintergrund sieht. Ja, das nächste Bild hätte ich gerne dazu einmal. Da sieht man nämlich den Speisesaal nochmal beim Mittagessen. Ja, kommt wenn gleich. Wenn es denn kommt. Ein Bild. Regie. Regie. Max, das nächste Bild. Okay. Na, erzähle ich einfach ohne Bild gleich weiter. Ja, das kann ich ja auch hinterher noch zeigen. Also die Versorgung war also deutlich besser hier noch im Schloss, vor allem auch wegen der Pakete. Und es gibt auch ein Bild in unserem Album, wo man sieht, dass die sich so eine kleine Küche eingerichtet hatten, wo sie dann ihre Mahlzeiten sich selbst zubereitet haben. Und das dann... Genau, das also Gas mussten sie bezahlen, was sie dafür was sie verbrauchten zum Kochen. Aber da konnten sie ihre Konserven und Also so zubereiten. Wurden sie aus der Heimat so versorgt, dass sie zumindest. Zumindest, wie gesagt, die Westalliierten. Ja, die auf die Westalliierten. Genau. Ja. Ja, Freizeit hatte ich ja schon ein bisschen erzählt. Lagerbibliothek, Theater, Malen, kleine Universitäten haben sich zum Teil auch gegründet, wo man sich gegenseitig Vorträge hielt über. Das Gebiet, aus dem man eben kam, war man vielleicht Ingenieur oder Arzt oder so. Ne? Sicherlich bunt gemischt, genau. Wenn das so Aristokratie und, ist zum Teil. Dann genau, und Sport war eben ein bisschen begrenzt im Schloss und da gründete sich dann, das passt auch ein bisschen zu den Menschen mit höherer Lebensstellung, da gab es dann einen Badminton-Club. Die haben also im Innenhof des Schlosses Badminton gespielt, das war ganz gut. Da müssten wir jetzt noch mal auf die Bilder warten. Ja. Und ich schau mal. Ja, ich glaube, wir haben gerade ein paar technische Probleme. Was? Oder? Okay. Ich glaube. Ja. Okay, also ja, wir haben gerade ein bisschen Verbindungsprobleme, deswegen müssen wir so weitermachen. Der Techniker ist gerade an der Leitung sozusagen. Gut. Ja, dann schiebe ich einfach mal dazwischen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, so ein bisschen. Gerne, ja. Wir hatten 2012/13 waren wir dabei, unsere Dauerausstellungen neu zu machen. Und ich suchte einfach nach einem aussagekräftigen Objekt zum Ersten Weltkrieg. Und da stieß ich eben auf dieses Fotoalbum, aus dem diese ganzen Bilder, die wir jetzt hier gesehen haben, auch sind. Ja. Und fand das eben total interessant, dass das eben keine Offiziere waren und versuchte immer noch ein bisschen mehr rauszufinden. Im Stadtarchiv sind ein paar Sachen zu finden. Da gibt es Lagerlisten, da gibt es diesen Speiseplan und noch so ein paar andere Unterlagen. Und eins dieser Fotos aus dem Album, hatte ich schon mal kurz erwähnt, der mit dem Barett, genau, eine seltsame Uniform anhatte, der taucht mehrfach in dem Album auf und wir haben von dem auch ein Einzelfoto im Bestand. Und das Einzelfoto hat auf der Rückseite den Namen Armstrong stehen. Und diese Uniform fand ich völlig kurios und bat damals einen Kollegen, ob er mal rausfinden kann, was das für eine Uniform ist, weil die war nicht britisch, nicht französisch, nix. Und am nächsten Tag kam er freudestrahlend zu mir und sagte, das ist eine albanische Uniform.
Ich glaube, in Albanien ist der Name Armstrong jetzt nicht so verbreitet. Nee, Armstrong und Albanien passte zunächst mal nicht. Außerdem war Albanien jetzt auch gar nicht kriegsbeteiligt erstmal. Ja. Dazu muss man wissen, dass Albanien 1913 von den Großmächten nach den Balkankriegen gegründet wurde, als Fürstentum. Und man setzte dort, wie man das so damals machte, einen deutschen Prinzen als Fürst ein. Okay. Wilhelm zu Wied, das ist ein Verwandter auch von Wilhelm II. Gewesen. Und ja, und dann dachte ich ja, Armstrong, Albanien, dachte ich, den google ich mal. Ja. Vielleicht findet man was. Und tatsächlich fand ich dann dieses Buch hier. The Six Month Kingdom, Albania 1914. Ja. Von Duncan Heaton Armstrong. Da ich dachte, das passt ja. Da taucht der Name zumindest auf. Und der sieht dem auch ähnlich, also es ist der gleiche Typ. Dann habe ich weiter gegoogelt und habe festgestellt, dass ein gleichnamiger Mensch in Schottland ein Bed and Breakfast betreibt. Und dem habe ich halt eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, Mensch, könnte das sein mit dem Foto, dass das ein Verwandter von Ihnen ist. Er sagte, oh ja, das ist mein Großvater, aber mein Bruder, der weiß da mehr drüber, melden Sie dem mal. Und das habe ich dann getan und so kam ein intensiver Kontakt zu den Heaton Armstrongs in London zustande, wo ich dann erfahren habe, was eigentlich los war. Der gute Duncan Heaton Armstrong war nämlich der Privatsekretär des Fürsten. Eigentlich so schließt sich der Kreis. Ja, er war ein Abenteurer, kam aus bester Familie, hatte in Eton, Cambridge studiert, fand es aber eher langweilig und widmete sich eher der Jagd lieber und hatte sich aus einer Laune heraus beworben. Also dieser Wilhelm zu Wied, der musste halt irgendwie Personal ja mit nach Albanien nehmen und er hatte inseriert, ich suche einen Privatsekretär. Und da hat er Spaß dran gehabt und hat gesagt, ach, ich spreche gut Deutsch, warum nicht? Schauen wir mal, was das wird. Gucken wir mal, was Albanien mir bringt. Tatsächlich war das da ziemlich brenzlig, weil die Lokalfürsten haben diesen eingesetzten Fürsten nie akzeptiert. Kriegerische Ecke ohnehin. Und, das hat man ja überall, wo irgendwo künstlich Grenzen gezogen werden. Six-Month Kingdom sagt eben schon, das hat genau 6 Monate gehalten da. Und als es dann besonders brenzlig wird, hat eben dieser Fürst seinen Privatsekretär beauftragt, die fürstlichen Kinder und die Hofdamen nach Deutschland zu eskortieren, in Sicherheit zu bringen, im Sommer 14. Und das hat er dann gemacht. Und dann kam er mit denen in München an und er hatte zwar Geleitbriefe, aber das hat die Deutschen dann nicht mehr interessiert und somit haben sie ihn dann interniert als Feinstaatenausländer, zuerst auf der Feste Oberhaus in Passau, dann in Ruhleben auch erst in diesem großen Engländerlager und dann nachher in Celle. Und 1916 ist er dann repatriiert worden. Okay. Das war eine spannende Geschichte, das so rauszufinden. Die haben in London ein dickes, fettes Fotoalbum mit auch allen Zeitungsausschnitten aus Albanien, weil das ging damals ständig durch die Presse, was da so passiert. Und er war da immer auf den Fotos drauf. Es ist auch verrückt, wie auch ihr Job, dein Job, wollten uns ja duzen, dein Job, sich dann ja auch durch die modernen Medien und durch Google und so weiter dann angepasst hat. So Historiker hat man ja immer auch so ein Bild vor Augen, okay, irgendwo in irgendwelchen Archiven, was natürlich weiterhin genauso dazu gehört, Archiven, Bibliotheken, wie auch immer, gucken da zu recherchieren. Ja. Aber so mit E-Mails und ein bisschen Google und also ich sage das jetzt mal so vereinfacht, dann zu sagen, ach ja, da sitzt eine Familie in London und die hat halt alles parat und dann öffnet sich sozusagen ein ganz neues Kapitel und man hat so viele Ansatzpunkte, also das ist halt... Ja, das ist unheimlich. Also das hätte man vor 20 Jahren nicht machen können, solche Recherchen. Da hätte Jahrzehnte gedauert, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Und so ging es mit vielen anderen Geschichten auch noch, die nachher nochmal kommen werden. Aber hier war es eben, das war so der Start. Eigentlich diese seltsame Uniform. Und es war so witzig, als ich denen das Foto schickte, da hat der einen Vollbart drauf, also wie er hier im Lager war. Und die Briten sind ja auch immer so ein bisschen ulkig. Und er schrieb dann, der Großneffe schrieb dann zurück, ja, ist mein Großankel ein bisschen haarig. Weil er sich im Lager nicht rasieren konnte, so richtig. Ja. Toll ist, dass dessen Tochter noch lebt, die ist jetzt 97, die habe ich in London auch kennengelernt, die eben auch noch von der Zeit danach berichten konnte, nach dem Krieg. Ja, und eben 1:1 auch Begegnungs. Total spannend war das. Und sie sagte, diese außergewöhnliche Uniform, die hat dann später ihr Kutscher aufgetragen. Also da sieht man dann auch, dass das zu den höheren Lebensstellungen ganz gut passt. Ja. Die sind dann nach dem Krieg in die Slowakei gegangen.
Dann haben sie während der Weltwirtschaftskrise ihr gesamtes Vermögen verloren. Dann sind sie wieder zurück nach Österreich, wo er aufgewachsen ist. Dort hatte seine Mutter Ländereien. Das war eine österreichische Baroness. Und 1938 fliehen sie dann wiederum nach England zurück, weil er als Brite dann die also nicht mehr wegen des Einmarschs der Deutschen nicht mehr in Österreich bleiben wollte. Also auch eine recht bewegte internationale Lebensgeschichte. Ja, also ganz, ganz interessant. Ja, mit dem fing das eigentlich alles mal an. Ja, ich gucke mal ganz kurz rüber zu unserer Technik, ob die Fotos wieder bereit sind. Alles klar, danke. Können wir? An die Technik. Ja, dann würde ich einfach nochmal die Fotos nochmal kommentieren. Also das hatte ich ja vorhin erzählt von der Ernährung im Schloss. Das ist der Speisesaal. Also das eben auch im Unterschied zu den Barackenlagern, wo man wirklich den Schlag in so einen Metallbecher, in so einen Emailbecher reingekriegt hat. Man hat also eine Tischdecke, man hat Besteck, Geschirr. Das sieht also schon ganz anständig aus. Das nächste Bild bitte. Das ist diese kleine Küche, die sie sich eingerichtet hatten, wo sie selbst gekocht haben. Da sieht man eben auch links den Ofen und dann sind sie da am Schnippeln und am Vorbereiten ihrer Mahlzeiten. Genau, das nächste. Das ist der Badminton-Club, der im Schlossinnenhof am Spielen ist, genau. Und das nächste, genau, das ist der Duncan Heaton Armstrong, von dem ich eben erzählt habe, der eben auch auf diesem Bild ein bisschen haarig aussieht, wenn das also hier mit dem Cover des Buchs vergleicht. Das stimmt. Wo er also da sich ein bisschen mehr rasiert ist. Ein bisschen mehr zurecht gemacht. Genau. Ja, die Story habe ich ja jetzt schon erzählt. Dann würde ich gleich mal das nächste Bild nehmen. Ja, das ist nämlich auch interessant. Fünf asiatisch aussehende, nicht nur aussehende, sondern seiende junge Männer. Ja. Da ist die Geschichte auch moderne Medien. Als ich recherchierte und mitten im Thema war, schickte mir ein belgischer Bekannter, dessen Geschichte auch noch gleich kommt, diese Fotos von diesen jungen Männern. Das sind junge Siamesen, also heute Thailänder, die ihm eine Widmung, also seinem Großvater, da eine Widmung drauf geschrieben hatten. Deswegen hatte er diese Fotos. Und ich konnte damit erstmal relativ wenig anfangen. Und dann kriegte ich aber 2017 eine E-Mail aus Jakarta von einem Mann, der dort die Geschichte Siams im Ersten Weltkrieg gerade schrieb. Dicker Welzer ist das. Der saß in Jakarta, aber arbeitete eben für diese thailändische Forschungsaktion. Ja. Und er schrieb mich an und sagte, ja, das wären so ein paar jüngere Thailänder im Schloss interniert gewesen, ob ich dazu was wüsste. Und ich so, nee, also wissen tue ich nichts, ich habe aber Fotos. Und er so, das ist toll, ich habe nämlich keine Fotos, ich habe die Geschichte dazu. Das und so haben wir dann ausgetauscht und ein Jahr später ist also auch sein Buch über Siam erschienen. Wie sind denn die hier gelandet? Ist das also bekannt? Siam ist 1917 in den Krieg eingestiegen. Relativ spät. Relativ spät. Ich behaupte mal, sie haben erstmal geguckt, wo ist die Gewinnerseite. Und der König von Siam, der wollte ganz gern so ein bisschen aufs internationale Parkett und da bot sich das an. Und die jungen Männer sind alles Prinzen aus höchsten Familien, die Studierten waren damals in Deutschland. Also waren Studenten, die Jüngeren waren Schüler an so Privatschulen, Eliteschulen. Und die Älteren studierten und die wurden dann eben 1917 auch als Feinstaatenausländer interniert. Ist ja noch heute so, dass der thailändische König regelmäßig nach Deutschland kommt. Ja, genau, der jetzige. Der jetzige. Ja, offensichtlich hielt man die Ausbildung her. Also die haben Ingenieurwissenschaften überwiegend studiert, Eisenbahnbau, also alles so Sachen, wo man sagt, damit kann ich mein Land später voranbringen. Ja. Tragisch ist eigentlich eine Geschichte von einem der fünf, insgesamt waren es acht. Die sind zuerst nach Holzminden gekommen, in dieses Barackenlager für französische Zivilinternierte. Und da haben sie sich im Winter fast den Tod geholt, weil sie dort keine Pakete kriegten und weil sie auch nicht ausgestattet waren. Der eine hat sich dort eine Lungenentzündung geholt, ist dann nach Celle gekommen, wurde hier dann behandelt, war auch im Lazarett in Soltau und ist letztlich aber dann an Tuberkulose verstorben, aufgrund dieses ersten schlechten Lagers. Ja. Ihre Zeit im Zeller Schloss beschreiben sie alle sehr positiv. Dänemark war damals Schutzmacht für Thailand. Okay. Also die neutralen Staaten waren jeweils Schutzmächte für die Kriegsbeteiligten und die schickten ihnen wöchentlich 100 Reichsmark, was ziemlich viel Geld war,
Und Lebensmittelpakete. Also die haben auch öfter Partys gegeben für die anderen Mitgefangenen, haben sich einen Flügel gemietet, den haben sie sich ins Schloss bringen lassen aus Zelle, damit sie da musizieren können. Also trotz der Kriegsgefangenschaft ja. sozusagen, also sie haben das sich Beste draus gemacht. An sich ganz wohl hier gefühlt. Also haben gesagt, auch im Vergleich zu Holzminden war es ein ganz anderes Lager, war viel ja. besser für sie. Und der Tod des einen war natürlich tragisch, aber immerhin hatten die Brüder auch Ausgang bekommen, dass sie bis zu seinem Tod auch bei ihm sein konnten ja. im Lazarett. Okay. Wie war das denn generell mit Krankheiten im Schloss? Im relativ Schloss? Wenig. Es gibt keinen, also bis auf diesen Charan Bonnac, keinen Todesfall, der überliefert wäre. In Scheun war es natürlich was anderes. Klar, aber wenn man sich denkt, dass ich denke mal, 60.000, 70.000 Gefangene dieses Lager durchlaufen haben in den 4 Jahren. Es sind 240 Tote bestattet worden. Also okay, es ist eigentlich eine relativ geringe Zahl. Ja. Und man sieht es auch, dass es eindeutig an der Ernährungslage lag, weil bis 1917 sind es überwiegend Russen. Ja. Und von 17 bis 19 sind es Italiener. Das wäre aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Da könnte ich auch nochmal abendfüllend drüber erzählen. Okay. Über die Italiener. Aber im Schloss gab es eine Krankenstation, aber eigentlich, also große Sterblichkeit gab es da nicht. Okay. Genau, das nächste Bild nochmal bitte. Ja, Maurice Lippens. Das ist einer der belgischen Geiseln, von denen ich vorhin erzählt hatte schon. Der war Bürgermeister von Mörbeke und ist eben als Geisel hierher gekommen, war erst in Gütersloh, dann im Zeller Schloss. Von dessen Enkel habe ich die Fotos der Siamesen. Also da habe ich auch wiederum den Namen Maurice Lippens gegoogelt und stieß auf einen gleichnamigen Herrn und dachte, das kann kein Zufall sein und habe ihm geschrieben und er hat tatsächlich Briefe und Fotos und ganz viel von seinem Vater auch im Nachlass. Da habe ich auch für die Ausstellung viele Leihgaben bekommen. Der hat auch gezeichnet. Es gibt auch Aquarelle aus dem Schloss, die er in seiner Gefangenschaft gemacht hat. Da finde ich aber eigentlich interessant die Geschichte, wie es dann weiterging. Weil er hat die 4 Jahre hier im Zeller Schloss schlecht, aber recht überstanden. Ja. Danach wird es aber eigentlich dann noch mal viel tragischer. Also der hat nachher hochrangigste Ministerposten bekleidet, war also Minister für Seefahrt, Minister für Eisenbahn, für Posttelegrafie, Verkehrsminister, war auch mal Gouverneur in Belgisch-Kongo, hat sich aber mit der Verwaltung in Brüssel überworfen, weil ihm das da alles zu brutal war. Da ging es ja richtig heftig zu. Ja. Und hat den Job wieder niedergelegt und ist dann eben weiterhin bis 1939 Minister in allen möglichen Ämtern gewesen. Seine Tochter heiratete einen belgischen Baron, Baron de Marmol, und dieser Baron war im Zweiten Weltkrieg führendes Mitglied im belgischen Untergrund. Da gab es eine Geheimarmee, Geheimläger hieß die, und da war er führendes Mitglied und die Gestapo hat 1944 die Wohnung durchsucht und hat ihn nicht gefunden, aber seine Frau, und hat also dessen Tier, Maurice' Tochter, mitgenommen, inhaftiert und wollte sie eigentlich austauschen. Ja. Ihr Mann hätte das auch gemacht, aber seine Kollegen sagten, das geht gar nicht, du weißt so viel über die Geheimarmee. Ja. Dann sind wir komplett aufgeflogen und dadurch fand dieser Austausch nicht statt. Seine Tochter oder seine Ehefrau, dessen Tochter, kam dann nach Ravensbrück, ins KZ Ravensbrück und kurz danach ins Lager Belzig, das ist eine Munitionsfabrik Röderhof gewesen. Mhm. Und da waren so unmenschliche Zustände und auch sie als Baronin wurde entsprechend übel behandelt. Ja. Die hat das Lager genau 8 Tage überlebt. Oh, und ist also 14 Tage, nachdem sie nach, ein Monat, nachdem sie nach Ravensbrück kam und 2 Wochen, nachdem sie dann nach Belzig kam, ist sie an den Misshandlungen dort gestorben. Und das ist eigentlich, finde ich, zeigt auch nochmal gut diesen Unterschied zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ich will das nicht schönreden, diese Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg, will das überhaupt nicht verhübschen, aber es hat eine ganz andere Dimension im Zweiten angenommen. Also es klingt jetzt zumindest so, dass es im Ersten zumindest ein gewisses Niveau alles noch hatte. Gut, wir reden jetzt ja auch gerade über ein Sonderlager, Lager, wo gut situierte Menschen untergebracht worden sind. Das, wenn wir jetzt über andere Lager reden würden, glaube ich, wäre das auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es klingt zumindest so, dass so die Menschlichkeit eben noch dort zumindest ein bisschen beachtet oder zum gewissen Punkt beachtet wurde, was im Zweiten Weltkrieg
Naja, und das zeigt auch, die Belgier, die haben also vor allem den Ersten Weltkrieg den Deutschen sehr übel genommen, weil eben Lüttich komplett abgebrannt wurde. Ja. Den Zweiten aber dann nochmal, also sie sind ja zweimal als neutrales Land überfallen worden. Ja. Ich habe als Kind mal in Belgien gelebt und in den 80ern war das noch sehr präsent, dass wir auch entsprechend beschimpft wurden, wenn man also von Älteren, die dann merken, okay, wir sind Deutsche, ja, dann kriegte man das auch nochmal mit dem Bosch und dem Nazi um die Ohren geschlagen. Ja, ja. Das ist inzwischen etwas weniger geworden, aber das war da auch noch sehr präsent. Naja, klar, weil da sind ja die Generationen, die dann direkt betroffen sind, noch waren ja dann noch am Leben, die das von ihren Eltern mitbekommen haben oder eben aber auch selber erfahren haben. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen sputen. Ja. Ich habe noch zwei. Einen, wenn ich das nächste Bild sehen würde, den handle ich mal relativ schnell ab. Das ist nämlich so ziemlich das... Ach nee, den haben wir ausgelassen. Noch einen weiter, bitte. Das prominenteste Opfer, sage ich mal, der prominenteste Inhaftierte im Zeller Schloss in der Mitte, das ist Adolf Max, das war der Bürgermeister von Brüssel. Der, als die Deutschen in Brüssel einmarschierten, weiterhin ja, so Aushänge an die Wand nagelte, meine lieben Mitbürger und so. Aufruhr aufgestachelt hat sozusagen. Ja, nicht Aufruhr, oder? Aber hat sich schon deutlich gegen die Deutschen gestellt. Und er wurde dann eben auch als Geisel genommen, zunächst hier im Zeller Schloss interniert, kam dann nochmal nach Moabit, nochmal nach Gütersloh und hat dann eine ganz abenteuerliche Flucht hingelegt im Anfang November 1918, so rund ums Kriegsende, und kam dann also nach Brüssel und hatte einen strahlenden Empfang dort, obwohl er eigentlich nur ganz kurz dort Bürgermeister gewesen war. Aber der ist so das Symbol des belgischen Widerstands eigentlich gewesen, dieser Adolf Max. Und der blieb auch Bürgermeister bis 1939. Okay. Der ist ausgebüxt oder? Ja, genau, der ist geflohen. Gab es da generell... Die Fluchtgeschichte, die habe ich jetzt nochmal. Das ist der letzte. Perfekte Überleitung. Ja, genau. Wenn wir das nächste Bild dafür kriegen. Gilbert McMicking, der steht hier im Hintergrund mit der Wollmütze. Vierter von rechts hinten stehend. Gilbert McMicking war Student in Weimar und Brite, wurde erst unter Hausarrest gestellt, dann auch interniert und kam dann hier ins Zeller Schloss. Und im Februar 17 meldete der Lagerkommandant dem Polizeirevier in Celle, dass am Nachmittag ein russischer, ein britischer und zwei britische Gefangene ausgebrochen wären. Mhm. Die hatten sich Uniformen gestohlen und zwei hatten sich Uniformen angezogen, einer so, und weil die Gefangenen gingen immer die Post holen. Und da haben sie sich den Postwagen geholt und sind einfach los und so aus dem Lager raus. Also gute Tarnung. Ja. Und gesagt, wir gehen jetzt die Post holen, dann haben sie sich, sind sie getürmt. War leider die falsche Jahreszeit, Februar. der Gilbert McMicking ist ziemlich krank geworden in den nächsten Tagen und daraufhin haben sie aufgegeben und sind ins Schloss zurückgegangen. Aber der Alexander Reddy, der mit ihm zusammengeflohen war, hat es dann nochmal versucht, und zwar im Juli. Und diese Fluchtgeschichte hat er später seinem Regimentskommandeur in England berichtet. Und die würde ich zum Abschluss gern vorlesen, weil das ist so aberwitzig, das muss man einfach hören. Sehr gerne. Also Bericht von Captain Alexander Reddy über seine Flucht in die Niederlande im Juli 1917. Am 26. Juli unternahm ich einen erfolgreicheren Fluchtversuch, im Gegensatz zum ersten, gemeinsam mit einem rumänischen Offizier und einem belgischen Zivilisten. Und zwar erzählt worden, dass uns eine Familie in Oberkassel bei Düsseldorf helfen könnte, über die Grenze zu gelangen. Ich hatte einen Schlüssel gestohlen und ihn so zurechtgefeilt, dass er in ein Schloss des Stacheldrahtzauns passte, das direkt an einem Graben war. Dort war ein Bereich, wo die Wachmannschaften für etwa eine Minute hinter Büschen verschwanden. Dies nutzend gelangten wir durch das Tor, warteten durch den Graben und versteckten uns auf der anderen Seite, also hier im Schlosspark. Ja. Dies war gegen Mittag. Wir hatten Ersatzhosen mit uns und Lebensmittel für 5 Tage. Wir waren wie einfache Zivilisten gekleidet und gingen unbehelligt durch die Stadt hin zu einem 6 Meilen entfernten Wald, wo wir uns versteckten. Neustädter Holz vermutlich. In dieser Nacht liefen wir nach Hannover, eine Entfernung von etwa 18 Meilen, und nahmen den 9.30 Uhr Zug nach Düsseldorf. Dort nahmen wir einen anderen Zug über den Rhein nach Oberkassel. Wir gingen zu dem besagten Haus und wurden von einer Frau der Arbeiterklasse hereingelassen. Leutnant Delano, der fließend Deutsch sprach, sprach zu ihr und erzählte, dass wir Niederländer seien. Die Frau schien nicht zu verstehen, was wir wollten, aber sagte, dass ihr Schwager ein niederländischer Schmuggler sei
und am nächsten Tag hierher käme. Wir boten ihr 40 Mark, damit sie uns hier übernachten ließe, was sie tat, aber ablehnte, mehr als 5 Mark dafür zu nehmen. Am nächsten Tag um 14 Uhr kam ihr Schwager, aber anscheinend wusste er nichts über uns und konnte nichts tun. Wir nahmen dann die Straßenbahn nach Neuss, wo wir in den Zug nach Gladbach stiegen und dann weiter mit der Straßenbahn nach Waldniel fuhren. Wir wussten anhand des Bahnnetzplans in etwa, wo wir waren. Und gegen 23 Uhr begannen wir Richtung Roermond in Holland zu laufen. Wir sahen keine Patrouillen bis kurz vor der Grenze, wo wir direkt in einen Wachposten hineinliefen, der hinter einem Gebüsch stand. Er nahm uns fest und zwang uns, auf einem schmalen Waldweg im Gänsemarsch hinter ihm her zum Wachraum zu gehen. Tolle Idee, hinter ihm her, ne? Ich lief als Letzter und rannte in den Wald. Nachdem ich ungefähr 150 Yards gerannt war, lief ich erneut in einen Wachposten, der mich anhielt. Es war gegen 4 Uhr nach deutscher Sommerzeit und es begann zu dämmern. Ich flüchtete erneut in den Wald. Der Wachposten schoss dreimal auf mich, aber verfehlte mich jedes Mal. Und gegen 6 Uhr passierte ich einen in den niederländischen Farben bemalten Grenzposten und wusste, dass ich jenseits der Grenze war. Auch das ist eigentlich heute unvorstellbar, dass die einfach in den Zug gestiegen sind. Ich wollte gerade sagen, also einfach quer Straßenbahn, ja. Zug und nochmal. Quer durch Deutschland, ja. Ja, abenteuerliche ja. Geschichte. Und auch das nochmal, eigentlich nochmal ein deutlicher Unterschied zum Zweiten Weltkrieg. Das war, ja, war völlig unvorstellbar. Wäre halt nicht, noch nicht nee. Mal bis ins Neustadtdeutsch wahrscheinlich nee, gekommen. Genau. Ja, damit wäre ich am Ende. Ich habe jetzt doch tatsächlich eine ganze Stunde geredet. Das finde ich überraschend. Ich dachte, das würde weniger sein, aber ich hoffe, es hat ein bisschen spannende Geschichten gebracht. Ja, also ich fand es sehr, sehr informativ. Also ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlauer als vorher. Und ich hoffe, die Zuschauer haben es auch alle so empfunden. Ja, wir haben leider keine gute Verbindung zum Chat. Weiß ich jetzt nicht, woran das liegt, aber ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Stadtgeschichten. Wir gucken mal, was wir nächste Woche machen. Das müssen wir nochmal schauen. So, dass man es vielleicht sehen kann, zu der ganzen Geschichte gibt es natürlich ein Buch, was wir damals zur Ausstellung gemacht haben. Das gibt es bei uns im Museum, aber auch in jedem Buchladen, wer sich noch weiter dafür interessieren möchte. Ja. Wie ist denn generell jetzt die Situation mit dem Boma-Museum? Ab morgen dürft ihr ja wieder aufmachen. Ab morgen dürfen wir wieder aufmachen. Wir freuen uns sehr. Wir haben die letzten 14 Tage ziemlich gewerkelt, haben also hier Spuckschutz und Hygienevorschriften und alles Mögliche umgesetzt. Ja. Haben auch bei einigen Bereichen geguckt, dass wir so eine Art von Einbahnstraßenregelung hinkriegen, wie man dann durch die Räume geht, dass man nicht immer wieder zurück muss und anderen begegnet. Es machen also Kunstmuseum, Boman-Museum und Residenzmuseum morgen wieder auf. Ja. Im Residenzmuseum muss leider eine Etage der Staatsgemächer geschlossen sein, weil man da eben hin und zurück ja, muss. Ja, stimmt. Das haben wir nicht geöffnet gekriegt. Und sind erstmal ganz gespannt, ob wir Einzelbesucher haben werden die nächste Zeit. Alle Veranstaltungen fallen natürlich erstmal weiterhin aus. Also Führungen, museumspädagogische Angebote, das können wir im Moment nicht gewährleisten. Ja. Aber unsere Dauerausstellung natürlich, und wir haben stehen gelassen die 60er-Jahre-Ausstellung, die wäre ja sonst eigentlich schon zu Ende gewesen jetzt. Ja. Die haben wir verlängert bis Herbst. Und auch die Sonderausstellung zum Thema Provenienzforschung, also NS-Raubkunst, die haben wir auch verlängert. Ja, da soll ja hier auch noch was kommen. Ich erzähle nicht zu viel, aber zum Thema NS-Raubkunst und was das Zeller Schloss damit zu tun hat, kommen wir auf jeden Fall auch noch in den kommenden Wochen. Genau. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du da warst. War super. Ich glaube, wir blenden jetzt noch einmal ganz kurz über. Richtig, bevor es dann gleich mit dem Kree-Talk losgeht. Und Alex Knoche dann eben über Musik über die Kriegssituation redet und über die aktuelle Situation von Musiklehrern und Musikschulen. Das wird auch ganz interessant, denke ich mal. Hat viele Gäste da. Und Max und ich werden uns nachher wahrscheinlich auch nochmal kurz hier hinsetzen und ein bisschen was zum Thema Autokino und was da heute so alles in der Presse stand berichten. Seid gespannt. Gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Informationen heute. Ich sage erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Und komm gern wieder. Ja, freuen wir uns. Ja. Gut, super.